Willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ich bin auf der Pirateninsel und möchte mit Xenia sprechen, denn ich habe ihre alte Truhe dabei. Und auch schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Mal gucken, was wir hier für Belohnung bekommen und ob die Questreihe von Xenia noch weitergeht. Also, moin moin und weiter geht's. Hallöchen, Xenia, hinter dir. Buh. Du hast meine Truhe. Ich danke dir. Aber der Verlust meiner Leute schmerzt mich. Kaum etwas ist wertvoller als die Menschen, denen man vertrauen kann. Niemand hat nur eine Seite, mein Westwind. Stimmt. Genug geredet. Deine Zunge und deine Hände werden noch gebraucht. Dein Talent ist gefragt. Oh oh. Die Zunge und die Hände will sie haben? Aha. Ich habe aber Leute aus den Käfigen befreit. Das waren nicht ihre Leute. Naja, holen wir dich mal aus dieser Rüstung raus. Ja, da kann ich aushelfen. Wunderbar. Legen wir meine Privatsammlung frei. Okay. Viel Spaß. (lacht) 2600 Drachmen. Der unschätzbare Schatz. Und es gibt, wie es aussieht, keine Folgequest. Also... Nö. Oder? Cassandra. Ah ne, da ist Dank er. Piratleben für mich. Mir dieser Tag heiß und schwül. Ich weiß, ich kann den Westwind nicht besitzen, aber es freut mich, dass ich ihn für kurze Zeit zähmen konnte. Ja. Okay, ihr hat's also gefallen. So wie es ausschaut, kann Cassandra wohl nicht nur mit der Waffe gut umgehen, sondern auch mit Hände und Zunge. So. Ich deute nur die Kommentare von den beiden. Ich halte mich da raus aus dem Thema. So. Okay. Dann habe ich die Questreihe fertig von Xenia. Schatzsuche fertig. Trophäe eingeheimst. Hervorragend. Dann geht er zurück nach Achaia. So, ich muss auch hier kämpfen für die Athener Seite. Eigentlich sollte ich die Entscheidungsschlacht vielleicht mal sogar schnell machen, weil die verschwinden ja nach der Zeit wieder. Gut, dass ich hier den Schnellreisepunkt habe. Okay, Statue von Poseidon, ich komme. Da bin ich nach Haia, da vorne. 800 Meter, geht's zur Schlacht. Also so eine Entscheidungsschlacht, da hatte ich ja auch schon lange nicht mehr jetzt als Video. Ich finde es ja auch nicht ganz so spannend, weil es immer das Gleiche ist. Halt reingehen, irgendwelche Leute abschlachten und dann... gibt es halt ein bisschen Erfahrungspunkte. Zum Leveln, also für Leute, die schnell irgendwie so aufsteigen wollen, ist es vielleicht nicht so schlecht. Aber ich finde halt, hast du eine Schlacht gesehen, kennst du alle. Aber ich muss sie jetzt halt machen, um an das Kultmitglied ranzukommen. Ist halt die Voraussetzung dafür. Und deswegen machen wir das einfach mal. Ich bin eine Gefahr? Ja, guck mal in den Spiegel, ey. Hier ist auch wieder ein verbrannter Tempel. Wer hat den denn niedergebrannt hier? Ruinen von Helike. Boah, hier gibt's aber viel. Anführer, Gefangenenbefreiung. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Wow. Das ist schon wieder diese Ares-Anhänger. Nein, komm, das mach ich später. Na, komm. Ich komme nochmal zurück. Komm schon. Vielleicht muss ich hier sogar noch für eine Quest hin oder so. Da ist auf jeden Fall auch wieder so ein Ostagon-Rätsel dabei, wo ich auch noch eins im Inventar habe. Wo ich zur Klippenspringen-Dings hin muss. Aber das finde ich. Das habe ich ja schon auf der Karte gesehen. So, jetzt geht erstmal los mit der Entscheidungsschlacht. Gucken, ob ich da ein bisschen aufräumen kann mit meinem Giftspeer. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall den Speer nehmen, weil ich damit schön viele Leute treffen kann auf einem Haufen. So, ich soll für Athen kämpfen. Das sind die hier. Adlerfrau. Wenn du hier bist, steht uns Athena vielleicht doch bei. Was ist denn los? Diese scheißefressenden Spartaner haben uns festgenagelt. In der kommenden Schlacht könnten wir jemanden mit deinen Talenten brauchen. Ich kämpfe für Athen. Heute kämpfe ich für Athen. Dann kämpfst du auch mit Ehre. Lassen wir die dreckigen Spartaner leiden. Richtig so. Spartaner müssen immer leiden. So, mal gucken. Ob auch, vielleicht tauchen auch wieder Söldner auf. Aber der Kultmitglied soll hier auf jeden Fall sein. Oder danach auftauchen. Eins von beiden. Entweder er macht mit
Oder er taucht danach auf. Heute wird Sparta bluten! Bam! So, lassen wir Sparta bluten. Bisschen Adrenalin aufbauen. So, ich hab nur zwei weg. Wo sind denn Anführer hier mal? Da, hinter mir. Da die meisten Gegner auch über 30 Sekunden von mir bluten, sollte ich die einfach mal anstechen alle und einfach weggehen. Der kommt jetzt aber weg. Ganz schön viele Athena gerade gestorben. Wie kommt das? So, weiter zum nächsten. Los, tötet sie. Irgendwie stehe ich hier gerade irgendwie ungünstig. Da ist noch einer. Der hat überlebt, weil er weggeflogen ist. So, der ist auch weg. Oh, da ist das jetzt der Kultist? Ja, das ist der. Da ist der. Das Blatt hat sich gewandelt. Ich werde zusehen, wie das Leben dich verlässt. Ein Ende ist gekommen. Ich verstehe dich nicht, du bist so leise. Andere Seite. Wie heißt der? Schweighöfer? Hey, ich brauche Hilfe. Schweigenbringer? Dreh dich um! Dass man da nicht einfach die Richtung wechseln kann, ey. Wie immer nach hinten ausweicht mit seinem scheiß Bogen. Bleib stehen! Keine Zeit! Nur noch mehr abschlachten! Ey. Und da ist er down. Immer noch nicht. Oh, der Amazonenreif. Jetzt habe ich den endlich mal. Renner weg. Da ist noch ein Gelber. So, der ist weg. Hoffentlich stirbt er noch. Ich will da hinten lieber zu dem Befehlshaber gehen. Die geben mehr Punkte. Schlag doch jetzt. Oh ja, den verlege ich mit einer Combo. Die drei hier auch mal weghacken. Da ist noch einer. Ja, sauber. Ausweichen? Ja, ich bin auch. Okay, der steht vom Gift. Der auch. Weiter zum nächsten. Komm, wo sind noch Gelbe? Einer weg. Einfach mal in die Menge. Hier, da trifft man noch ein paar Leute. Gebt endlich auf!
Lass sie nicht fliehen! Keine Gefangenen! Tötet sie alle! Oh, das war's schon. Athen hat Sparta erfolgreich besiegt. Der Staat Achaia steht dennoch weiter an der Seite von Athen. So, Belohnung. 53.700 Erfahrungspunkte. 4.000 Drachmen. Und Palas, der Schweigenbringer, wurde getötet. 36 Soldaten getötet und 6 Hauptmänner. Yay! Sehr, 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 sehr ergiebig heute die Schlacht. Und ich habe endlich den Amazonenreif bekommen. Damit ist das Outfit dann auch mal wieder... Genau, jubel mal ein bisschen. Die Helden des Kults. Quest abgeschlossen. Oh, ich bin fast Level up. Schöne Schlacht. In welche Richtung muss ich denn jetzt? Nee, ich glaube da lang, oder? Ich muss wieder zurück nach Pilet, oder wie das heißt. So, wahrscheinlich hier das Ding. Guck mal, 16 habe ich jetzt. 22 brauche ich, um meinen Speer auszutauschen. Jetzt mache ich mal hier das Aussehen anders. Denn ich habe ja hier das Aussehen drauf von der Krone von Perseus. Hier. Krone des Perseus. Aber hier habe ich jetzt auch das Ding von den Amazonen. Ha, guck mal, das ist auch nicht so schlecht. Weil das ist so mehr so unter der Frisur. Und sieht auch wieder mehr so Amazon-mäßig natürlich aus. Und mit der Pfeilspitze auch so ein bisschen Assassin-mäßig. Oder Wonder Woman. Ist dezenter unter den Haaren. Gefällt mir auch richtig gut. So. Das ist also die Amazonenkrone. Ich mag das. Dann habe ich das Set jetzt auch komplett voll hier. Kritischer Schaden. Und das ja, dann brauche ich halt nicht. Okay. Was sagen die Kultisten? Das war er hier jetzt. Und den habe ich auch schon tot. Setze deine Odyssey fort. Das heißt, man muss in der Hauptgeschichte weiterkommen. Setze deine Odyssey fort, das auch. Und hier? Da, Plünderküste in Achaia. Ein Hinweis auf den Kultisten ging in einer Bucht in der Plünderküste in Achaia verloren. Da bin ich ja gerade. Ups. So, dann gucke ich mal zurück. Das ist die Ruine der Helike. Plünderküste ist hier in einer Bucht. Das könnte hier sein. Plünderküste geht ja nur bis da, ne? Ja. Das ist ja... Ja. Hier muss ich, glaube ich, sowieso mal reinspringen. Und da könnte dann auch der Hinweis sein davon. Ich gehe mal hier per Schnellreise zur Statue des Poseidon zurück. Und da bin ich wieder. Auf der Hand. Ich lese mir da einfach nochmal das durch, was bei dem Ostergon-Rätsel stand. Ob das auch bei der Bucht unten im Wasser war. Mit dem Sprungdingens hier. An der Küste der Plünderer, nördlich von Pelene, sammeln sich die Jünglinge, um durch ein Loch in den Klippen zu springen. Du findest mich unten, falls du dir der Sprung zutraust. Ja, das ist auf jeden Fall auch da. Und ich denke dann auch in der gleichen Gegend ist dann auch das Geheimnis für den Kultisten versteckt. Was ist das denn hier, ey? Hä? Schrott, oder was? Ach, guck mal hier. Das sind Teile für diese Tonarbeiten hier. Das sind Öfen, oder? Brennöfen. Schiffswrachtbucht haben wir hier. Wrack. Schiffswrackbucht. Ganz schön was los. Hier ist es doch. Ist da unten Wasser? Okay. Nö. Hier ist schon Wasser, ja, aber... Ist es hier? Mit dem Loch? Ich kann hier nicht mehr tauchen. Hier ist es. Das ist es. Der Typ hat's gemacht. Und ist hier auf den Stein geknallt. Ja, der Bauchklatscher heißt das ja auch. Lecker. Wo Jünglinge um ein Loch in die Klippe springen. Du findest mich unten. Oh Gott, ey, das ist doch viel zu gefährlich, hier reinzuspringen. Was für Bekloppte. Ich dachte halt richtig im Wasser. Aber an sich auch aus der Höhe
ist das Wasser hier viel zu flach. Geschweige, also da ist überhaupt kein Wasser da oben und hier ist es, wäre das auch viel zu flach. Also egal wie es kommt, wenn man da runter springt, du bist tot. Okay, aber wie finde ich jetzt hier... Poseidons Macht ist hier groß. Poseidons Macht ist hier groß, ja, ja. Es gibt hier bestimmt viel Flut, wo die Schiffe dann hier dran prallen und dann auch wieder viel Ebbe. Und dann bleibt hier nur der Schrott zurück. In der Schiffswrackbucht soll ich Hinweise finden für den Kultisten. Guck mal, da hinten kann ich tauchen. Kann doch sein, dass da was verloren gegangen ist von dem. Und dann sind hier drei Kisten verteilt. Irgendwo muss der Hinweis drin sein. Oder tauchen. Machen wir uns mal auf den Weg. Interessanter Ort hier aber. Hier ist wirklich, guck mal, wie viele Wracks hier aber auch sind. Da aber dran stand, dass ein Hinweis verloren gegangen ist in der Bucht, ist es bestimmt da hinten im Wasser zum Tauchen. Wenn es hier in der Kiste wäre, wäre es ja nicht verloren gegangen, der Hinweis zu dem. Athena-Schiffe, spartanische Schiffe, alles, alles. Dann machen die hier keinen Unterschied. Recurve-Bogen, eine Kiste fehlt immer noch. Wohl eher in die Richtung als hier. Und die Leute, denen kommt das natürlich zurecht, ne? Die können hier alles plündern und vielleicht noch ein paar Sachen für sich gut benutzen. Ich würde da gerne mit dem Schiff rausfahren. Das ist, glaube ich, ein bisschen weiter im Wasser. Da vorne scheint ein Boot. Ich weiß aber nicht, ob ich hier durchfahren kann da vorne. Das Ding da. Ja, da komme ich doch durch da vorne. Oder auch nicht. Warum steht hier ein Boot, wenn man dann längs rausfahren kann? Vorsicht, nicht so schnell. Komm schon, Cassandra. Komm nicht weiter. Ich bin das ist zu flach. Das ist einfach zu flach. Komm da nicht durch. Toll. Wo ist denn das Teil jetzt? Ist es noch weit? Da ist es. 62 Meter, es geht. Vielleicht auch nur die Kiste da vorne. Ja, das, guck mal, das gehört noch dazu hier. Ist das vielleicht auch die dritte Kiste? Nee, ist doch ein neuer Ort. Das sind Haie und so. Tauch mal. Hui. So, und auch hier draußen sieht es nicht anders aus. Überall Schiffswracks ohne Ende. Bitte lass da den Kultistenhinweis drin sein. Nö. Aber es ist die dritte Kiste. Aber war das schon der Unterwasserort, der Ort hier? Ja, Fragezeichen ist weg. Aber kein Hinweis. Lies ich nochmal nach. Der war's, ne? Ein Hinweis auf den Kultisten ging in einer Bucht an der Plünderküste in Achaia verloren. An einer Bucht. Da steht nicht, welche Bucht.
Aber an der Plünderküste. Aber... Vielleicht in so einer Basis hier drin? Oder hier? Oder da? Vielleicht auch hier? Oder hier? Ne, das ist ja nicht mehr die Plünderküste. Hm. Ärgerlich. Ist das hier nicht auch noch ein Timolos? Geh mal dahin. Weitere Kisten habe ich hier nämlich nicht mehr. Ich hätte ja wenigstens mal sagen können, irgendwie in der Nähe befindet sich ein Kultistenhinweis, so wie bei Korinth. Aber das sieht voll schön aus mit dem blauen Wasser hier. Hopp. Kletter. Kletter mal hoch. So. So. Gibt's denn hier auch vielleicht Händler an der Küste oder nur in der Stadt? Naja, Schmied haben wir nur da. Wenn man hier wie ein paar, mit ein paar Leuten quatschen könnte oder sowas. Die stehen wieder ineinander. Wo ist denn der Ort, den ich... Ich hatte doch eben... gerade was markiert. Also hier wird nichts gesagt wegen Kultistenhinweis. Dann mache ich da vorne jetzt dieses kleine Lager noch fertig. Da. Vielleicht zählt das ja sogar mit zur Bucht. Ein Militärlager. So, wir haben Kriegsvorräte. Ein Schatz und den Befehlshaber. War es das schon? Da sind ja noch mehr. Vielleicht ist es ja auch da. Ja, genau. Ja, genau. So sieht's aus, mein Freund. Das hier ist der Befehlshaber. Komm mal ein bisschen her. Ich finde raus, was das war. Ich will dich hier in den Busch abschlachten, damit du hier versteckt liegen bleibst. Niemand wird dich finden. Ich habe auch keine Hinweise dabei. Da ist der Typ mit Kopfgeld. Ups. Ja, kommt her. Oh. So ist nicht so gut. Ich werde schon wieder beschossen. Ausgewichen. Ah, da ist die Kiste. Also die Tiere befreie ich jetzt nicht. Die sind nämlich nicht besonders dankbar, was das angeht, wenn man die befreit. Schaue ich nochmal hier hin? Das ist eigentlich kein Fragezeichen so, aber Kriegsvorräte und eine Kiste. Ich brauche halt immer noch die Vor... Willst du dir Ärger einhandeln? Ja, ich will mir Ärger einhandeln. Oh. Nein,
So, die sind auch schon mal Geschichte. Jagdmesser gekriegt. Toll. Hey. Geduld halten zum Stehlen. So, hab's. Nein. Also hier gab es jetzt nichts. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche Bucht sie meinen, wo das Ding versteckt sein könnte. An der Plünderküste. Die ist halt auch nicht glatt klein. Also hier ist die Grenze. Guck mal, hier bin ich auch schon so gut wie fast raus. Also es würde ja Sinn machen, dass das hier irgendwo ist. Das ist die einzige Bucht, die da ist in der Plünderküste. Vielleicht auch hier. Da, wo der Anlegedock ist oder sowas. Oder doch vielleicht im Haus. Aber es soll ja in einer Bucht sein. Naja. Ich werde nochmal suchen. Und dann, wenn ich es gefunden habe, dann sage ich euch das schon dann in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß heute. Wir hatten eine Entscheidungsschlacht und da ist immerhin ein Kultist aufgetaucht. Wir haben aber die wunderschöne Bucht anschauen können. Dann noch das Ostergon-Rätsel gefunden. Also schon ein bisschen was geschafft und die Xenia-Quest fertig gehabt. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Morgen, macht's gut. Ciao, ciao.